total verrückt. Um mich herum wird alles kleiner. Nein, du wirst größer und das ist deine große Superkraft. Das ist toll. Aber wo ist denn nur Tuck? Ich bin hier unten. Wie kann ich helfen, wenn ich so klein bin? Großer und kleiner Fellfreund? Glaubt mir, ich weiß schon, wie ihr beide bei dem Einsatz helfen könnt. Bürgermeisterin! Henrietta, hast du gesprochen? Nein, hier drüben. Da? Ich bin Super Tuck von den Superhunden. Und ich werde sie hier rausholen. Wie kann man das Lasernetz ausschalten? Oh, die Knöpfe sind da drüben. Aber man muss den Code kennen. Den brauche ich nicht. Was? Mein Lasernetz! Oh? Tuck hat's geschafft! Ich fliege rein! Ich eine Super-Rettung. Danke, Superhunde. Das Nest ist zu voll mit Glitzerkram. Es rutscht runter. Ladybird, du musst da rauskommen. Aber meine Glitzersammlung. Ich muss hier raus. Super Ella! Halten wir das fallende Nest mal gut fest. Gut gemacht, Superhunde. Danke, Ryder. Wo ist Tuck? Tuck, bitte melden. Wo bist du? Das kann ich nicht genau sagen, Ryder. Ich sitze auf der Schulter von Ladybird und sie fliegt ziemlich schnell. Wie ist sie eigentlich an die Superkräfte gekommen? Sie hat eine komische Halskette um mit einem glühenden Stein. Glühender Stein? Wenn das ein Stück vom Meteoriten ist, verleiht er ihr Superkräfte. Wie sollen wir sie einholen? Es ist Zeit für den Flieger. Was? Alles klar, jetzt nur noch aufmachen. Und das war's dann mit deinen Superkräften. Ja. Was? Meine Halskette! Mein schöner, glänzender Stein! Nein! Wow. Sie stürzen ab. Robohund, wir brauchen den Magnetstrahl. Aber du weißt, dass wir nur einen Magnetstrahl haben. Wie sollen wir damit beide auffangen? Ich fange Tuck auf und du Ladybird. Oh. Hab dich, kleiner Bruder. Danke, Ella. Wie gut, dass ich so klein bin. Ihr werdet Ladybird niemals erwischen. Oh, doch. Meine Halskette. Diese Kette gehört mir. Dir, Ryder und den Superhunden. Ihr habt mich, Henrietta und die Abenteuerbucht voll der Vogelfrau gerettet. Kein Problem, denn Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ohne die Superzwillinge hätten wir das nicht geschafft. Hat uns riesen Spaß gemacht. Und klitzekleinen Spaß. Seht mal, ich habe eine Überraschung für euch. Unsere Hundemagen. Sie waren in dem Nest. Zusammen mit all den anderen Glitzersachen. Kommt ihr noch mit in die Zentrale? Würden wir gern, aber... Wir haben noch einen wichtigen Auftrag. Wir müssen Ladybird aufhalten. Bevor sie hier noch weitere Probleme macht. Ich glaube, ich habe etwas für euch, das euch dabei helfen kann. Wahnsinn! Danke, Ryder! Willst du zuerst fahren? Lieber du. Ihr könnt sogar alle beide fahren. Versucht doch mal zu lenken. Ist ja echt total cool. Wo ist der Limonadenstand geblieben? Den nehme ich mit
in sein neues Zuhause, Bertholdstadt. Wenn ihr Limonade wollt, müsst ihr in meine Stadt kommen. Berthold Besserwisser hat wieder Superkräfte. Und er hat seinen Riesenroboter wieder gebaut. Das ist ein Riesenproblem. Und noch schlimmer ist, dass der Roboter sowas wie einen Teleporterstrahl hat, der die Gebäude aus der Abenteuerbucht wegzaubert und woanders hinbringt. Ach ja? Und wo bringt Berthold die Gebäude hin? Keine Ahnung, aber er nennt es Bertholdstadt. Für diesen Einsatz brauchen wir Super Chase. Du suchst mit deiner Supergeschwindigkeit nach Berthold und dem Riesenroboter. Diese Superpfoten regeln das schon. Und Super Sky. Du suchst aus der Luft nach den verschwundenen Gebäuden. Ich bin der Wirbelwind-Superflughund. Alles klar, die Superhunde legen los. Unsere Gebäude. Ryder, ich habe Bertholdstadt gefunden. Gleich neben der Nachbarstadt. Aber von Berthold und dem Roboter fehlt jede Spur. Gut gemacht, Sky. Such weiter nach Berthold. Super Chase, hol den Roboter mit deiner Supergeschwindigkeit ein. Er darf auf keinen Fall in die Abenteuerbucht. Alles klar. Genau den braucht Bürgermeister Berthold noch, um Bertholdstadt zu verbessern. Stell den Spielplatz sofort dahin, wo er hingehört. Das mache ich. Nach Bertholdstadt. Und viel Glück bei dem Versuch, mich einzufangen. Ich habe nämlich einen Turboraketenantrieb. Oh, ich weiß, was so richtig Spaß macht. Den nervenden Hunden ihre Zentrale zu klauen. Bertholdstadt wird die tollste Stadt der Welt. Ryder, Bertholds Roboter fliegt so schnell, meine Supergeschwindigkeit reicht nicht. Und er fliegt zur Zentrale. Superhunde, Bertholds Roboter fliegt super schnell auf die Zentrale zu. Wenn wir ihn aufhalten wollen, brauchen wir vereinte Pfotenkraft. Bereit! Sky, versuch ihn mit deinen Pfotenwetterkräften zu stoppen. Stopp! Näher kommst du nicht ran! Du hältst mich nicht auf! Gut gemacht, Sky. Rocky, nutze deine Energiewerkzeuge und schalte den Raketenantrieb ab. Mach ich. Energiezange. Hey, du hast die kaputt gemacht. Na warte, das wird dir noch leid tun. Chase, vereinte Pfotenkraft mit Ultrabellen. Haben Sie diese coolen Superkräfte? Ich meine Ihre nicht so tollen Superkräfte. Nichts wie weg hier! Marshall, volle Pfotenkraft mit Supersprung. Hey, ich kann nichts sehen. Wo ist der Knopf für den Scheibenwischer? Marshall bremst ihn aus. Sein Antrieb ist ein Meteoritenstück in seinem Rückenfach. Holen wir es raus und schalten den Roboter aus. Nutz den Schwebemodus der Fahrzeuge. Deine Reise endet hier, Superhund! Nächstes Ziel, Bertholdstadt! Erwischt! Und jetzt stoppen wir den Roboter! Bürgermeister Berthold ist zu Hause und kein Kläffer ist in Sicht! Was? Ich setze diese nervigen Hunde am Nordpol aus! Rubble, Zeit, den Riesenroboter auszubremsen. Achtung, rasende Kugel! Erwischt! Bertholdstadt sollte die tollste Stadt der Welt werden. Ich glaube, der gehört mir. Möchte gern Bürgermeister Leffe. Na komm, Kätzchen, wir gehen auf Hutschnippitz-Tour. Ein super Dankeschön, Superhunde. Das haben wir gern gemacht. Wenn Ihre Stadt nochmal verschwindet, ein Anruf reicht. Super Besserwisser mag Kätzchen.
habe Kätzchen, ich habe Kätzchen. Das nenne ich in der zweiten Reihe geparkt. Rubble, du bist stark genug, um das Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Wird gemacht. Ryder. Hallo, Kathi. Der Superbesserwisser hat Penny und Katzi in einen Wohnwagen gesteckt und ist weggefahren. Wir werden ihn finden. Los, kommt. Oh, Miezekatzen. Große Miezekatzen. Super Miezekatzen. Besserwisser ist bombastisch groß. Rubble, kümmer dich um die Tiger. Rubble ist der Retter. Böse auf, auf, auf. Chase, der Wohnwagen. Energienetz. Die Tür klemmt. Sie sind jedenfalls gut aufgehoben. Wieso geht die Tür nicht auf? Schöne Katzen. Er hat die Tiger. Los, hinterher. Hallo, Kätzchen. Ich habe euch Freunde mitgebracht. Ah, mein Kätzchen. Oh, komm zurück. Ich halte ihn mit meinem Energienetz auf. Bitte, Kätzchen. Chase, fahr ihm nach. Wo kommt der Tiger her? Oh nein! Achtung! Rocky, ich brauch dich sofort bei Herrn Pfeffer. Rocky, Rock! Gut gemacht, Rocky. Darin sind die Tiger erstmal sicher aufgehoben. Selbst große Katzen müssen mal ein Nickerchen machen. Ryder, bitte komm! Superbesserwisser flieht in die Berge! Alles klar, bin unterwegs. Mein Kätzchen! Bürgermeister Besserwisser, halt! Oh. Oh. Ich fange ihn mit meinem Netz. Oh. Oh. Miezekatzen, Miezekatzen! Herr Bürgermeister, ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie hopsen. Oh? Was ist passiert? Eine Schlucht! Ah, ein Tiger! Hilfe! Hilfe! Ryder, ich kann mit meinem Netz nur einen auffangen. Was soll ich tun? Ich werde Hilfe rufen und du spannst dein Netz unter den Baumstamm wie ein Sicherheitsnetz. So fängt es beide auf, wenn sie runterfallen. Pfotenstarke Idee, Ryder! Energienetz! Sky, wir brauchen sofort deine Hilfe in der Schlucht. Ich bin der Wirbelwind-Superflughund! Keine Sorge, Herr Bürgermeister. Hilfe ist unterwegs. Hier hat wenigstens einer die Ruhe weg. Super Wirbelkraft! Mich zuerst! Mich zu... Sky, wir müssen den Tiger zum Zug zurückbringen, bevor er wegläuft. Verstanden, Ryder! Ein fliegender Tiger! Der Zug steht bereit, die Fahrt kann losgehen! Ich soll das hochgehoben haben? Dann war ich ein mächtig starker Bürgermeister. Katzi, Penny! Vielen Dank, Superhunde! Haben wir gern gemacht. Ihr wisst ja, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Miauen reicht. Und für diese Großkatzen geht es nun zurück in die Freiheit. Brave Kätzchen. Noch mehr Tiger? Nein, das sind doch bloß Ihre Katzen, Herr Bürgermeister. Ja, natürlich. Kater, der Meteorit, den du vom Himmel holen willst, ist so groß, er wird die ganze Stadt begraben. Er wird die ganze Stadt begraben. So was.
sobald ich den Riesenmeteoriten in meinen Pfoten habe, habe ich sogar noch viel größere Superkräfte als ihr Superhunde. Freu dich mal nicht so früh. Superhunden werde ich leicht fertig. So schnell! Wir müssen zurück in unsere Schwebeautos. Kein Hund drängt sich zwischen mich und meinen Riesenmeteoriten. Ryder, was sollen wir jetzt tun? Solange diese Katze dieselben Kräfte hat wie wir, können wir sie nicht aufhalten. Doch können wir, weil wir nämlich als Team zusammenarbeiten werden. Ja, wir sind ein Team. Wir halten zusammen. Genau. Die vereinten Pfoten geben uns neue Kraft. Ja, stimmt. Ich fühle volle Pfotenkraft. Das war unglaublich, Chase. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, woher das kommt. Als du und Marshall euch abgeklatscht habt, habt ihr eure Superpfoten vereint und neue Superkräfte erhalten. Wirklich? Ich versuch's mal. Mit dieser vollen Pfotenkraft brauche ich keine Leiter. Damit gelingt es uns, den Meteoriten und den bösen Kater aufzuhalten. Die Superhelfer mit vereinten Pfotenkräften legen los. Gleich gehört der Meteorit mir. Du meintest wohl, gleich gehört er uns. Oh, ja, also wenn du mit uns mir meinst. Vereinte Pfotenkraft. Nein, das war mein Meteorit. Du meinst unser Meteorit. Du meinst unser Meteorit. Sei nicht traurig, Partner. Du hast ja immer noch diesen super stabilen Turm. Hoppla, ich wusste gar nicht, dass ich Superstärke habe. Leb wohl, Nachmachbengel! Warte auf mich und auf meine Kätzchen! Oh nein, der Turm stürzt gleich ein. Superhunde, volle Pfotenkraft. Wahnsinn! Ich hab den Röntgenblick. Hilfe! Ich kann durch den Turm hindurch sehen. Ryder, der Bürgermeister und die Kätzchen sind noch auf dem Turm. Wahnsinn! Ich kann das Wetter ändern. Ich weiß was, damit der Turm nicht umfällt. Gut gemacht, Sky! Der Turm ist doch nicht so stabil, wie wir gedacht haben, Kätzchen. Superblase! Gefangen, Kumpel! Nachmachkumpel. Das finde ich gar nicht so schlecht. Oh nein, der Turm stürzt auf unsere Zentrale. Rasende Kugel, los! Meine goldigen Kätzchen, wir sind gerettet. Glück gehabt, ihnen ist nichts passiert. Warum waren Sie der Gehilfe der bösen Katze? Das war ich nicht. Und warum tragen Sie dann das gleiche Kostüm? Gut, bringen wir das Teleskop zur Sternwarte zurück. Wie Sie sehen, Tilly, sind die Leute total begeistert von dem Sternschnuppenregen. Und was sagen Sie dazu, dass die Superhunde verhindert haben, dass der Riesenturm auf die Abenteuerbucht fällt? Riesenturm? Ich freue mich, dass Sie das Teleskop rechtzeitig zurückgebracht haben. Wenn mal wieder ein Superbösewicht Ihr Teleskop klaut, ein Anruf reicht. Wer war der böse Kater überhaupt? Keine Ahnung, Chase. Aber ich fürchte, dass wir ihn wiedersehen werden. Marshall, wir müssen zum Hafen, um Captain Tollpatsch und Wally aufzutauen. Dass jeder hier weiß, wenn ich komme, wird's heiß. Sky, du fliegst zu Berthold und seinem Froststrahl. Wird gemacht. Wie schön, dass endlich die Superhunde kommen. Und gleich wird es warm.
Danke vielmals, Superhund Marshall. Gern geschehen. François, du bist aufgetaut. Ich weiß, aber ich habe den Stillstimmwettbewerb gewonnen. Ha! Du solltest dich schämen, Berthold Besserwisser. Leute und ihre Handtaschenhühnchen einzuführen, ist ungezogen. Das ist nicht ungezogen, es ist genial. Solange ich den Froststrahl habe und sich die ganze Stadt nicht bewegen kann, kann mir niemand etwas vorschreiben. Halt sofort an, Berthold. Ich habe gesagt, dass mir niemand etwas vorschreiben kann. Ich hätte diese Hunde zuerst einfrieren müssen. Danke, Super Marshall. Das war echt eine krasse Abkühlung. Dieser Froststrahl hat mich so abgekühlt, dass ich immer noch meinen Atem sehe. Gefrorener Atem. Da fällt mir ein Superhund ein, den wir jetzt gut gebrauchen können. Ryder, Berthold fliegt direkt auf den Bahnhof zu. Danke, Sky. Everest, wir brauchen dich und deine Super-Eiskraft. Wenn ich komme, wird's kalt. Marshall, sobald du die Bürgermeisterin aufgetaut hast, kommst du zum Bahnhof. Das Einfrierfangen ist vorbei, Berthold. Nicht bis ich alle eingefroren habe, denn dann habe ich gewonnen. Er hat den Lokführer eingefroren. Wow! Hab dich eingefroren. Marshall, wir müssen Sky helfen. Los, spring auf. Deine Superpfoten sind wirklich super, Marshall. Ryder, pass auf Bertholds Froststrahl auf. Everest, Zeit, Eis gegen Eis zu spielen. Na, dann wollen wir mal. Hey, Leute, einfrieren ist gemein. Oh, ich muss mein Eisbürgermeistermobil verlassen. Oh, mein Meteoritensplitter, meine Superkräfte. Direkt auf die Stadt zu. Everest, wir brauchen eine Eisrampe für den Zug. Sofort. Ich hoffe, dass das noch klappt. Wahnsinn. Robohund, wir brauchen den Supermagnetstrahl. Nächster Halt, Abenteuerbucht. Vielen Dank, Superhunde, dass ihr die Stadt und unsere Herzen erwärmt habt. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Das genügt, Kätzchen. Ich bin schon fast aufgetaucht. Wo ist nur mein ungezogener Neffe geblieben? Das ist bestimmt ein Dinosaurier-Ei. Wozu soll ich einen ausgewachsenen Dinosaurier fangen? Ich werde einfach das Ei mit in die Nachbarstadt nehmen und ziehe mein eigenes Dino-Baby groß. Ja, drei verschiedene Eier. Wenn die kleinen Dinos schlüpfen, dann habe ich den besten Dino-Park rund um die Nachbarstadt. Wo geht's zum Tunnel, der nach Hause führt? Was war das? Ach, ja, sowas. Ich bin wohl irgendwo falsch abgebogen. Hey, erst schlüpfen, wenn wir in der Nachbarstadt sind.
Also schön, ihr kleinen Schlingel, ab in den Anhänger. Wenigstens einer, der mir nicht entwischen kann. Stehen geblieben, Herr Bürgermeister. Sie sind also der Dino-Eierdieb. Bin ich nicht. Und was haben Sie dann da? Oh, ein super süßes, stacheliges Baby. Oh, seht mal die super süßen Dino-Babys. Oh. Die sind total putzig. Oh ja, sie sind süß und dich werde ich in die Nachbarstadt mitnehmen. Wir müssen die kleinen Kerlchen ihren Mamis zurückbringen. Moment, wo ist der Baby Brachiosaurus? Oh, da! Nachbarstadt Dino-Park, ich komme! Also wenn ihr mich fragt, kommt da ein großer Riesendino. Brachiosaurus, Mama. Sie vermisst ihr Baby. Sie will es zurück. Baby, komm zurück! Hilfe! Oh, zwei Baby-Dinos sind besser als keins. Heute muss mein Glückstag sein. Und schon ist er vorbei. Ich glaube, das hier ist dein Baby. Ich hab drauf aufgepasst. Oh, na endlich der Tunnel. Da ist es wieder, das alte Besserwisserglück. Ryder, der Bürgermeister hat das T-Rex-Baby und er läuft direkt zum Tunnel. Dann halten wir ihn eben auf, Chase. Das ist ein Fall für Dino, Chase. Wir haben es fast geschafft. Gleich sind wir hier weg. Bürgermeister Besserwisser, setzen Sie das Baby ab! Niemals! Hey, Freunde. Ich könnte hier eure Hilfe brauchen. Sie sind so weit weg. Wie sollen wir das rechtzeitig schaffen? Jetzt passt mal auf. Dino-Kralle! Hey! Gut gemacht. Kein Dinosaurier-Baby. Und wo ist mein Hut? Keine Spur von Lady Bird oder den Leibwächterstatuen. Sie stibitzen bestimmt noch mehr Glitzersachen. Zuma, bringen wir die Flunder wieder an ihren Platz. Das machen wir mit einer Superwelle auf die Schnelle. Also dann, Wasserturm. Abholung gefällig? Super Robin! Immer mehr Glitzerzeug für meine Glitzersammlung! Hey! Wo ist mein Wasserturm? Und wo ist mein glänzendes Boot? Her mit der goldenen Lupo-Statue, Lady Bird! Oh, war ja klar, dass ihr lästigen Superhunde das ausgeheckt habt. Lass sie nicht in mein neues Museumsversteck! Mit meinem Rambock komme ich da rein! Ich weiß, aber wir dürfen im Museum nichts kaputt machen. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, wie wir Lady Bird dazu kriegen, rauszukommen. Naja, sie mag glänzende Statuen. Und wenn wir eine super große haben, kommt sie bestimmt raus. Das bringt mich auf eine Idee. Schnell, Superhunde, kommt alle zum Museum. Probehund, bring sie im Superjet her.
Also aufgepasst, Superhunde, wir locken Ladybird mit der größten glänzenden Statue, die sie je gesehen hat, aus dem Museum heraus und holen uns die goldene Lupo-Statue zurück. Ein unglaublich super toller Plan. Aber wir haben keine größte glänzende Statue. Lassen wir uns überraschen. Robohund bringt uns mit dem Superjet in die Wüste. Alles klar, Ryder. Aber wie erfährt Ladybird von der riesengroßen Statue? Genau da kommt Tuck ins Spiel. Kannst du dich an den Leibwächtern vorbeischleichen und durch das Schlüsselloch schlüpfen? Super klein, so soll es sein. Sehr gut. Und so geht es danach weiter. Ah, oh, du glänzt schön und kläffst nicht immer zu. Wie bist du hier eingekommen? Hallo, Ladybird. Ich bin hier, um unsere goldene Lupo-Statue zurückzuholen. Niemals! Das ist Ladybirds bester Freund. Wächter, schnappt ihn euch! Tja, dann wirst du wohl niemals die große, edelsteinbesetzte Statue bekommen, die wir in der Wüste gefunden haben. Ihr sollt ihn euch schnappen! Moment, was? Ihr habt eine edelsteinbesetzte Statue in der Wüste gefunden? Oh nein, so ein Mist. Ich habe versprochen, es nicht zu verraten. Hast du aber? Haltet ihn fest, bis ich die Riesenstatue gefunden habe! Ah, vergesst diesen Schrumpfhund! Tür aufmachen! Kann losgehen, Ryder. Unser Plan läuft wie geschmiert. Es kann doch nicht so schwer sein, eine edelsteinbesetzte Statue in der Wüste zu finden. Sie ist wirklich riesig. Wie schön sie glitzert. Die muss ich haben. Bring die Statue in mein Museumsversteck. Erwischt, Ladybird. Das ist doch... Du bist gar keine Statue. Nein, ich bin ein Superhund. Und jetzt würden wir gern die goldene Lupo-Statue zurückhaben. Ihr werdet Ladybird niemals erwischen. Ella, fertig? Zeit, Großes zu tun! Was? Die nehme ich! Nein! Wenn ihr mir die Statue wegnehmt, habe ich keine Superkräfte mehr! Oh oh! Chase, rette Ladybird und Tuck! Energienetz! Was? Das war knapp! Gerade noch mal gut gegangen, danke. Wächter, beschützt mich! Schnappt sie euch! Wächter? Oh, natürlich! Aber Ladybird kommt wieder! Ich danke euch von Herzen, Paw Patrol! Ihr habt unsere kostbare Museumsausstellung gerettet! Chase, bring die Leute da weg, schnell! Gehen Sie sofort weiter. Ein Riesenhuhn kommt auf uns zu. Ella, jetzt bist du dran. Führe Henrietta aus der Stadt. Turbo-Wachstum! Hallo, Henrietta. Komm mit. Ryder, was machen wir mit Ladybird? Sky, verfolge Ladybird mit dem Superflieger. Ja, ich bin der Wirbel. Superflughund! Superkräfte! Wie bin ich nur ohne euch klargekommen? Wohin so eilig, Ladybird? Am Glockentag läuten wir die Glocke. Wir stehlen sie nicht. Ich bringe sie nur weg in meine Glitzersammlung. Du hast es nicht anders gewollt. Mit der Glocke davon. Ich nehme die Verfolgung auf. So ist es brav. Nur noch ein kleines Stück weiter bis zu super, super leckerem Mais. Und jetzt übernehme ich. Los, komm mit. Nein, nicht Henrietta. Komm mit mir. Du bist keine gute, gackernde Gehilfin. Niemand spricht in diesem Ton mit meiner Henrietta. Hände weg. Sie gehört mir. Frau Bürgermeisterin, Achtung. Dankeschön, mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Wenn uns diese furchtbare Vogelfrau doch nur in Ruhe lassen würde. Ich heiße Ladybird und ich habe noch ein paar Tricks auf Lager.
Jemine, ihr neuer Trick. Henrietta, tu's nicht. Denke, gar keine Gehilfin. Denke. Lady Bird davon abhalten, die Glocke zu läuten. Aber bei diesem Wind kommen wir einfach nicht näher an sie ran. Ich habe einen Plan. Wir müssen einen Weg finden, Tuck hoch in die Lüfte zu bekommen. Kann ich euch irgendwie helfen? Sky, du kommst wie gerufen. Du kannst Tuck hoch zur Glocke bringen. Tuck, kommst du irgendwie in die Glocke, ohne dass man dich sieht? Super klein, so soll es sein. Klingeling und Dingeling, bis alle weg sind, Dringeling! Schnell, Glockenturm! Los, hoch mit euch! Superwelle auf die Schnelle! Danke, Superzuma! Nichts wie weg, meine gackernde Gehilfin! Mir da! Oh, das kannst du vergessen! Wie das glitzert. Ah! Oh nein! Die Glocke! Ja, hab sie! Ja! Wir bringen die Glocke gleich wieder zum Läuten. Vielen Dank, Superhunde, dass ihr den Glockentag gerettet habt. Und vielen Dank, Lieblingshühnchen, dass du wieder auf Kuschelgröße geschrumpft bist. Ohohoho. Das haben wir doch gern gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Klingeln reicht. Fertig, können wir? Fertig, Rocky. Ich überlasse dir die Ehre. Dino-Kralle! Eins, zwei, drei und ziehen. Kolossale Kooperation, Freunde. Es geht los, Sky. Dann hol das Baby mal da raus. Rettungsgurt. Leg den Gurt an, Kleiner. Ich weiß, du schaffst das. So ist's gut. Und bereit. Das hast du gut gemacht, Rex. Sky, hoch mit ihm. Es geht aufwärts. Jetzt muss ich nur noch einen guten Landeplatz für dich finden. Was war das? Nicht so rumzappeln, Baby Dino. Halte durch, du hast es gleich geschafft. Oh je, das war vielleicht knapp. Das klingt, als käme das ganz aus der Nähe. Das ist ein T-Rex. Er ist der König der Dinosaurier. Es hört sich aber nicht so an, als wenn er glücklich wäre. Sky, kannst du ihn sehen? Ich hab ihn entdeckt. Er schnappt nach allem und richtet ein riesiges Chaos an. Der Grund für die Bissspuren an den Bäumen. Ein T-Rex frisst normalerweise keine Bäume. Und Felsen frisst er schon gar nicht. Wir müssen herausfinden, was er hat, bevor er die Dino-Wildnis zerstört. Rauf mit dir, Tina. Rauf mit dir, Benny. Du verstehen, was er sagt? Hauptsächlich, aua, mein Maul tut weh. Oh, dem superstarken Saurier schmerzt die Schnauze? Ja, aber ich verstehe immer noch nicht, warum er nach allem schnappt. Oh. Sky, schaffst du es, einen Blick in sein Maul zu werfen? Ich versuche es mit einer Großaufnahme. Ruff, Fernsehbrille. Oh, oh, dem T-Rex klemmt ein Ast zwischen den Zähnen. Ich wette, der T-Rex versucht, ihn loszuwerden, indem er in alles reinbeißt. Ein Dino-Dental-Dilemma. Ducken! Wie kriege
kriegen wir den Ast zwischen seinen Zähnen raus. Hey Ryder, wie hat Kati das Trockenfutter aus Marshalls Zähnen geholt? Na klar, mit einem Wasserstrahl, das funktioniert beim T-Rex vielleicht auch. Marshall, komm ganz schnell hierher und bring deine Wasserdüsen mit. Ein T-Rex braucht eine gründliche Zahnreinigung. Ein T-Rex? Ich bin bereit. Wuff, wuff, Rettungshund! Ich hoffe, Marshall ist hier, bevor der T-Rex die ganze Dino-Wildnis zerstört. Oh, endlich ist er wieder bei seiner Mama. Hoffentlich tut der T-Rex den beiden nichts. Marshall, schnell! Du musst mit deinen Wasserdüsen den Ast aus dem Gebiss vom T-Rex spülen. Beeil dich! Wasserdüsen! Und jetzt sag brav A. Ich komme nicht nah genug an sein Gebiss. Ein Dino-Zahnarzt hat es wirklich nicht leicht. Wir müssen Marshall irgendwie höher heben. Der alte Pünktliche! Das ist ein Geysir, der jede Stunde Wasser ausstößt. Ja, und gleich ist es wieder soweit. Gute Idee. Marshall, du fährst direkt über das Geysir-Loch. Und Rex, du überredest den T-Rex, sich zu Marshall umzudrehen. Hallo? Ja, du! Ich heiße übrigens auch Rex. Hast du das gewusst? Hoppla, das ist aber hoch. Oh-oh. Marshall, los! Dann wollen wir mal. Alles gut, er ist wieder fröhlich. Und er sagt Danke. Paw Patrol, ihr habt einen Dino gerettet. Gratulation zu guter Arbeit. Dankeschön, Tina. Wenn wieder mal ein Dino unsere Hilfe braucht, ein Anruf reicht. Und ruff, Kamera! Hey, das sieht aus wie eine Fährte. Ja, das sind Triceratops-Spuren. Aber was sind das für Dinger? Seetangchips? Sky, wir haben eine Spur. Du musst der Flugkamera folgen. Ja, wird gemacht. Oh, flieg weg, fürchterliches Flatterwesen! Solange der Flugsaurier da ist, wird Sky nicht nah genug rankommen. Captain Tollpatsch, werfen Sie die Chips weg, sofort! Aber sie sind so köstlich und knusprig! Chase, wir müssen ihn unbedingt ablenken. Ruff, Tennisballkanone! Den Flugsaurier sind wir los. Sky, das ist deine Chance. Ruff, Rettungsgurt! Ich bin der Mutigere von uns beiden. Ich lasse dir den Vortritt, Cousin. Mir? Aber ich bin der couragierte Cousin. Los, du gehst zuerst. Danke. Einen haben wir, einen muss ich noch holen. Ruff, Fernsichtbrille. Diese schnappenden Pflanzen machen die Rettung schwierig. Ich muss den Gurt erwischen. Der Dino läuft einfach zu schnell. Ach, nix. Und zugenäht. Oh, Dino Poco. Halb so schlimm, Fosma. Ich hab sie gleich. Auch das noch mitten in eine Teergrube. Man könnte wirklich sagen, ich stecke tief in der Patsche. Ryder, der Dino schafft es nicht, die Felswand raufzuklettern. Und François steckt im Schlamm fest. Helft mir bitte, ich versinke. Und dieser Teer stinkt grauenvoll. Geht gleich los, François. Robohund, bring den Dino-Patroller. Sky, du kommst zur Teergrube. Alles klar. Oh, welch ein Glück. Die Nahaufnahme, die ich immer haben wollte, wenn ich nur die Arme rauskriegen würde. Oh, eine neue Frisur. Sehr schick.
Nein, 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 zurück mit dir. Ein paar Sheep sind es nicht wert, in diesem Teer stecken zu bleiben. Das würde dir nicht gefallen, das kannst du mir glauben. Ryder, wir müssen die beiden sofort da rausholen. Robohund, senke den Greifer vom Dino Patroller in die Grube. Rex, versuch den Dino zu beruhigen. Ja, mache ich. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir holen dich hier raus. Nur noch anschnallen. Roar, roar. Keine Angst, mein Freund. Alles wird gut. So, Robohund, rauf mit ihm. Gut gemacht. Und jetzt holen wir François. Beeilt euch! Ich stecke schon bis zur Brust im Teer. François, gut festhalten. Meine Arme nicht mehr raus. Ich versuch's mal. Dino-Kralle! Merci, Rex. Robohund, du kannst sie rausheben. In Ordnung, Rex. Und jetzt du. Ja, endlich sind wir in Sicherheit. Und es gibt sogar noch Sheeps. Oh nein. Oh, ich bin froh, dass es dir wieder besser geht. Danke für die Rettung aus dem prähistorischen Pulverfass, Paw Patrol. Das haben wir gern gemacht. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Hey, du großer, großer Kerl. Kannst du mal stehen bleiben? Warte, wo willst du denn hin? Ich glaube nicht, dass Kathi eine Badewanne in deiner Größe hat. Er hat angehalten. Sky, das ist deine Chance. Also, das wurde aber auch Zeit. Und schon ist er wieder weg. Miau. Kathi, hast du diesen Dinosaurier erschreckt? Ha, alles erschreckt diesen Dinosaurier. Kühe, Strauße, sogar diese kleine Katze. Ha. Aber der dusselige Dino versucht immer wieder, sich mit diesen Tieren anzufreunden. Anzufreunden? Das ist es! Der Brachiosaurus ist auf der Suche nach einem Freund! Dann müssen wir nur einen anderen Dinosaurier finden. Wir wollen nicht, dass zwei in der Stadt herumtrampeln. Du hast recht, Rubble. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich auf die Schnelle einen herkriege. Eigenartig. Oh. Henrietta, willst du mir einen Streich spielen? Da ist er. Kommt alle her und staunt über die Hauptattraktion der Besserwisser-Dinosaurier-Safari. Besserwisser-Osaurus. Eigentlich ist es ein Brachiosaurus. Ich hab ihn hergeholt, also will ich den Namen. Wow. Der ist ja riesig. Bürgermeister Besserwisser, wie vielen Menschen machen ihm Angst? Schnell noch ein Foto mit dem Dino. Guck mal her, guck mal her! Bis bald auf meiner Safari. Oh. Hey, mein Hut! Schnellfeldfreunde, hinterher! Brücke! Wartet, Freunde! Seht nur! Er ist so schwer, dass die Brücke Risse kriegt. Chase, du musst die Autofahrer von der Brücke holen. Das ist ein Fall für Dino, Chase. Megafon! Achtung, Autofahrer! Diese Brücke ist ab sofort wegen eines Dinosauriers gesperrt. Bitte fahren Sie vorsichtig.
sieht aus wie ein Dinosaurier. Eigentlich ist es der Dino-Patroller. Da der Brachiosaurus einen Freund sucht, habe ich Rocky gebeten, einen zu bauen. Aber wer brüllt da so laut? Hallo, Freunde! Rex! Gerade rechtzeitig. Schnell, die Brücke. Hallo, Dino! Jetzt geht es nach Hause. Was sagt der Rex? Er sagt, wie glücklich er ist, wieder bei seinen Freunden zu sein. Keine Sorge, die Superhunde sind bereits da. Los, ärgert sie, Komplizen! Nicht so nah rankommen! Ich bin super allergisch! Achoo! Oh, was für schnuckelige, knuddelige, frische kleine Kätzchen! Pfoten weg von meinem Fahrzeug! Das reicht! Jetzt ist Schluss mit lustig! Wir schalten den Laser aus! Sieht der Punktestand aus. Bertholds Komplizen miezen 2. Ryders Versagerhunde 0. Wir müssen Berthold irgendwie stoppen, Superhunde. Aber diese Superkatzen kommen uns dauernd in die Quere, Ryder. Ja, aber ich habe eine Idee. Rocky, wir brauchen dich und deine Energiewerkzeuge schnell. Rocky, Rock. Was brauchst du, Ryder? Das beste Katzenspielzeug, das dir einfällt. Und während sie abgelenkt sind, schalten wir Bertholds Laser aus. Ein super Katzenspielzeug kommt sofort. Und fertig. Toll, das werden die Kätzchen sicher lieben. Hey, wo wollt ihr hin? Unsere Chance. Meinst du, du schaffst es, vor ihm an der Klippe zu sein? Und ab. Ich zeig's dir schnell. Kätzchen, vergesst die dumme Spielzeugmaus! Und stopp den Hund! In dieser Stadt wird es gleich richtig nass. Ich weiß, was wir machen. Wenn wir die Satellitenschüssel vom Superturm direkt vor den Laserstrahl halten, wird er zurückgeworfen und zerstört sich selbst. Hier, Sky! Dann fangen wir mal den Laserstrahl ein! Es fehlen nur noch ein paar Meter und meine Insel... Kommt ihr dazu, schon wieder meinen Plan zu zerstören? Kein Problem, ich werde ihn reparieren. Hä? Wo sind meine Kräfte? Komplizenmietzen repariert ihn sofort. Eure sind auch futsch? Ich verstehe das nicht. Ich habe das Meteoritenstück hier in meiner... Hey, wo ist es hin? Ryder, Berthold und die Katzen haben ihre Superkräfte verloren. Wir müssen ihn zusammenhalten, sonst schwimmt die Stadt weg. Das schaffen wir nicht mehr. Es tut mir so leid. Ich habe gehört, die Stadt braucht einen Rettungshund. Super Marshall. Dann leg mal los. Es funktioniert. Muss doch irgendwo hier sein. Oh, Neffe, du musst mit deinen Superhänden meinen fahrenden Katzenkorb reparieren. Das kann ich nicht. Ich habe meine Superkräfte verloren. Mein Meteoritenstück! Ah. Nein, Kätzchen, nicht! Oh. Wenigstens habe ich noch mein Neffenbürgermeistermobil. Mein Neffenbürgermeistermobil!
Naja, ich habe wenigstens noch meinen Hut. Hilfe! Vielen Dank, Superhunde. Endlich ist in der Abenteuerbucht wieder alles normal. Gern geschehen. Wenn freche Superkatzen mal wieder Schaden anrichten, ein Anruf frei. Sky, siehst du Bertha irgendwo? Noch nicht, Ryder, aber ich suche weiter. Fahren wir zurück zu Reinhards Ballon. Vielleicht kannst du den Geruch der Vögel aufnehmen. Ryder! Es tut mir sehr leid, dass ich die Vögel aus den Augen verloren habe. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden sie finden, Chase. Der Abenteuerbuchthund hat einen ausgeprägten Geruchssinn. Er spürt den Geruch der Vögel auf. Also dem Geruch nach sind die Vögel da lang gelaufen. Gute Spürnase, Chase. Nichts wie los, da lang. Wieso fahren Sie nicht mit mir, Reinhard? Ich glaube, es geht da lang. Richtig. Da lang. Hallo, Herr Pfeffer. Tut mir leid, Freunde, mein ganzes Obst ist weg. Irgendein Plappervogel sagte allen, es sei umsonst. Klingt nach Bertha, nicht wahr? Aber meistens hat sie keine Ahnung, was sie sagt. Na gut, sie weiß es nie. Und wohin ist sie geflogen? Zum Anleger mit Henrietta. Das hätte ich nicht von ihr erwartet. Danke sehr, Herr Pfeffer. Chase, ruf nach ihnen. Ruff, Megafon. Henrietta, Oscar, Bertha. Es dauert bloß eine Sekunde, um rauszuschwimmen und mein schönes Boot zurückzuholen. Würdest du, Walli? Ryder, Henrietta und ein Beo haben vor wenigen Minuten die Flunder freigepickt und sind in die Richtung geflohen. Keine Sorge, wir kümmern uns schon darum. Zuma, du musst die Flunder mit deinem Luftkissenboot zurück zum Anleger schleppen. Ab ins Wasser! Zuma ist unterwegs. Chase, du verfolgst die Vögel. Schön entspannen. Danke, Zuma. Ich frage mich, wo die geflügelten Flatterer wohl sind. Alle drei, Sky? Aber Hühner und Strauße können nicht fliegen. Oh doch, wenn sie in einem Heißluftballon sind. Oh oh. Los, hinterher. Sky, versuch mit deinem Hubschrauber den Ballon runterzudrücken. Wir müssen einen richtigen Ballonpiloten an Bord bringen, um ihn sicher zu landen. Tolle Idee, Ryder. Aber wo in aller Welt sollen wir nur eine solche Person finden? Ah, du meinst mich. Hab verstanden, Ryder. Aus, Sky. Der Wind der Hubschrauberblätter drückt den Ballon zurück auf den Boden. Haltet durch, Vögelchen! Wow, Strauß im Sturzflug, direkt über uns! Chase, fang ihn mit deinem Netz auf! Ruff, Netz! Gut gemacht, Chase. Danke, aber jetzt ist Henrietta ganz allein da oben. Reinhard, wir müssen sie so hoch bringen, dass sie das Ballonseil zu fassen bekommen. Marshall, komm so schnell du kannst mit deinem Feuerwehrauto her. Marshall, mach! Da bin ich, Ryder! Toll, fahr deine Leiter aus. Leiter! Also dann, Reinhard, sie wissen, was zu tun ist. Oh, gleich hab ich's! Keine Angst, kleiner Passagier. Ich, der reisende Reinhard, werde diesen Ballon fachmännisch sicher zur Zentrale zurückbringen. Oh, wann, oh, wann werde ich mein geliebtes Hühnchen wieder umarmen können? Das ist nicht die Zentrale, oder? Nein! Aber alles, was zählt, ist, dass mein geliebtes Lieblingshühnchen wieder zurück ist. Das ist süß, aber nennen Sie mich einfach Reinhard. Danke, Ryder. Und auch der Paw Patrol, dass ihr die kleinen Ausreißer gerettet habt. Kann losgehen. Energiehammer. Wahnsinn. Die Kuppel hat dieselben Kräfte wie mein Energiehammer. Benutzt deinen Rambock, Rubble. Hilfe!
wirklich enttäuschend, diese über alles gelobte Paw Patrol. Wie können wir die Kuppel durchbrechen, wenn sie Superkräfte hat wie wir? Es muss noch einen anderen Weg geben. Super Sky, flieg über die Kuppel und versuch einen Eingang zu finden. Ich bin der Wirbelwind Superflughund. Warum bekommen die Gehilfen immer die unheimlichsten Aufgaben? Oh nein, 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 nein! Seht nur, das ist Super Sky! Sie holt uns hier raus! Oh, einfach unglaublich! Ja. Gibt es irgendwas, das die Superhunde nicht können? Ja, allerdings, sie können nicht rein. Sky, hast du den Eingang gefunden? Noch nicht! Ich versuche näher ranzukommen! Ah! Hä? Wo ist der Wirbelwind hergekommen? Der böse Kater! Ich hätte es wissen müssen! Denk immer dran, alles was du kannst, kann ich auch! Ich hab nämlich Superkräfte! Gut gefangen! Danke, Ryder! Was ist denn dort oben passiert? Der böse Kater hat die Kuppel gemacht! Ach, darum hat er Superkräfte wie meine Energiewerkzeuge. Oh, oh, seht nur, er haut ab. Wir kriegen ihn. Chase, Zuma, Marshall, springt in eure Schwebeautos und los, los, los. Der böse Kater ist irgendwo oben auf der Kuppel. Es ist Zeit für den Schwebemodus. Wo ist er hin? Ich wette, er ist schon drin. Es muss einen versteckten Eingang geben. Ich habe einen anderen Eingang gefunden. Unter Wasser. Zuma, Marshall, Zeit für vereinte Pfotenkräfte. Wir berichten immer noch aus dem Inneren der Kuppel. Los geht's! Alle mal hergehört, Bewohner der Abenteuerbucht! Unter dieser Energiekuppel aus Energie kann ich alles machen, was ich will. Und nichts und niemand kommt rein oder raus. Noch nicht einmal eure tollen Superhunde. Ryder, ich bin jetzt unter der Kuppel. Und der böse Kater ist direkt vor mir. Nicht mehr lange! Lass dich nicht abhängen, Zuma. Chase, Rubble, haltet die Augen offen. Wenn wir ihn drinnen verfolgen, zeigt er uns den Ausgang. Ich bin direkt hinter ihm. Dann werde ich mal davon düsen. Da ist er. Und da ist der Eingang. Und jetzt ist es soweit. Vereinte Pfotenkräfte. Achtung, rasende Kugel. Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr uns von diesem bösen Kater befreit habt. Gern geschehen. Wenn sie wieder mal unter einer Kuppel eingesperrt sind, ein Anruf reicht. Und danke für den Kuchen, Herr Pfeffer. Hab ich das Wort Kuchen gehört? Tut mir leid. Das letzte Stück haben Tilly und ihr Kater bekommen. Oh. Na sag mal, Katakien, willst du denn gar keinen Kuchen? Hier, bitte, Herr Bürgermeister. Oh. Oh, Apollo steckt in der Klemme. Das stimmt, Rubble. Und ich brauche deine Hilfe. Apollo spricht zu mir. Hallo, Apollo. Ich würde zurückwinken, aber ich bin festgebunden. Kann die Paw Patrol schnell kommen? Klar. Ich suche nur kurz Ryder. Was ist denn los? Licht. Wow, Apollo. Du steckst in einer verzwickten Lage. Wir helfen dir. Leiter. Okay, Rocky. Los, du entwirrst Apollo. Ja! Danke, Rocky.
Und gerade rechtzeitig, mein Supergehör empfängt nämlich die Schwingung vom Spinnenkönig. Rubble, schnell, hol deinen Bagger und schieb die Felsbrocken vor den Tunnel. Beeil dich. Auf geht's, Kumpel. Ich hab ihn abgeklatscht, mein Helden. Die Pfote wasche ich ganz sicher nie wieder. Gut gemacht, Freunde. Juhu! Ja! Ja! Oh oh, der Spinnenkönig ist stärker als wir dachten. Rocky und Rubble, helft Sky, die restlichen Häschen wegzubringen. Klar, ich mag süße kleine Putzi-Wutzi-Häschen sowieso lieber als fiese alte Spinnen. So, jetzt haben wir alle Häschen. Ich heb jetzt ab! So, jetzt geht es los. Bereit, Fellfreunde? Ich habe alle Spinnennetze aufgerollt. Sie sind jetzt einsatzbereit. Wow, die funktionieren bestimmt klasse. Chase, bist du soweit? Wuh! Tennisballkanone! Wow! Wasserdüsen! Superheldenpose! Mein Freund Rubble und ich haben die Barriere extra stark gemacht. Spinnenkönig, da kommst du niemals durch. Vielleicht hat er es nicht richtig verstanden. Rocky und Rubble, fangt die Spinne mit ihrer eigenen Klebefalle. Setze Spinnenkugeln ein. Apollo, du bist dran. Coco, krieg mich doch! Der gibt nicht auf! Wir brauchen etwas, das noch mehr klebt. Rubble, ich weiß, dass du Angst vor Spinnen hast und der Spinnenkönig ist die größte von allen. Aber kommst du nahe genug an ihn ran, um die Felsplatte von der Teergrube zu schieben? Ist ja nur eine Spinne. Und schließlich bin ich Super Rubble! Hab keine Angst. Ist bloß ein gigantischer Spinnenkönig. Hierher, Spinnenkönig! Wir schaffen es, Rubble! Du kriegst mich nicht, Spinnenkönig! Gut gemacht, Freunde. Lasst uns von hier verschwinden. Durch diese Felsen kommt der Spinnenkönig bestimmt nicht so schnell durch. Pfotenagent Chase, Zeit für deine Nachtsichtbrille. Nachtsichtbrille! Wandelnder Schrotthaufen, bleib sofort stehen, bitte! Verdächtiges Robosaurus-Subjekt im Visier und es zieht Mrs. Wingnut hinter sich her. Komm, Fellfreunde, fangen wir ihn ein. Rubble, buddele hier die Dino-Fallgrube. Packen wir's an, Ryder! Rocky? Und genau hier spannen wir das Seil. Wird gemacht, Ryder. Hammer! Oh, ein bisschen strammer. Beeilung, Leute! Earl ist fast da! Alle auf Sicherheitsabstand! Oh oh, es funktioniert nicht! Jemand muss dieses Ding aufholen! Oh oh! Chase,
Du behältst den Robosaurus im Auge und wir holen Mrs. Wingnut darunter. Wird gemacht, Ryder! Mrs. Wingnut, versuchen Sie, auf das Dach des Wohnwagens zu klettern. Okidoki. Sky, bitte komm her und hole Mrs. Wingnut vom Dach ihres Wohnwagens. Bin schon unterwegs, Ryder. Rettungsobjekt im Visier. Tolles Flugmanöver, Sky. Lass das Gurtzeug runter. Upsi! Ah. Wahnsinn! Jetzt du, Rubble. Hol den Wohnwagen mit deinem Kran vom Felsen runter. Bereit zum Anheben. Ryder, ich habe unseren Robosaurus eingeholt. Super. Benutze deinen Schleudersitz, klettere hinein und such den Ausschalter. Habe verstanden. Schleudersitz. Ryder, ich weiß jetzt, wieso der Dinosaurier-Roboter verrückt spielt. Hier sind ein paar Erdhörnchen an Bord und die nagen an den Kabeln. Erdhörnchen auf Spritztour? Wir sind gleich da. Oh. Danke, Phil-Freunde. Gerade noch rechtzeitig zu meiner Lieblingssendung. Eine Rettung erledigt, eine fehlt noch. Oh-oh, Ryder! Wir sind auf dem Weg, Chase. Rocky, mir nach. Beeilt euch, Ryder. Ich fürchte, wir stürzen gleich in eine ganz schön tiefe Schlucht. Keine Angst, Chase. Wir locken die Erdhörnchen gleich raus. Rocky, wir brauchen dein Erdnusskatapult. Erdnusskatapult geladen. Dann schieß los, Rocky. Macht's gut. Man sieht sich. Ryder, es hat geklappt. Und jetzt muss ich nur noch den Schalter finden. Beeil dich, Chase. Das war knapp, Chase. Aber toll gemacht. Gleiter! Komme, Marshall! Ja! Fantastisch! Oh, hallo, Chase! Oh, Chase, du fliegst ja! Das wird eine perfekte Landung. Nichts passiert. Naja, es war beinahe eine perfekte Landung. Danke, Chase. Gut, dass du den neuen, coolen Raketenrucksack hast. Eigentlich ist es ein Flugrucksack. Und Chase ist nicht der Einzige, der einen hat. Hey, Chase, sie sehen ja toll aus. Ich habe für jeden was mitgebracht. Rocky? Ist der für mich? Langsam! Rocky, mit deinem neuen Rucksack kannst du jetzt Dinge sogar in der Luft reparieren. Danke, Ryder. Schön, dass er dir gefällt. Zuma, willst du als Nächster fliegen? Oh ja! Sowas wollte ich schon immer haben. Ich wusste nur nicht, dass ich's wollte. Er funktioniert nicht nur als Flugrucksack, er funktioniert auch unter Wasser. Der passt total zu mir, Ryder. Ab geht's! Juhu! Vorsicht, Zuma, du hättest mich fast ins Wasser gestoßen. Ich muss noch etwas üben. Tauchmodus. Jetzt bist du dran, Rubble. Oh, Mann. Ein Schwebebord. Ich zerfetze ein paar Wolken. Das fühlt sich echt super an. Ja, ich fliege. Wow. Marshall, jetzt bist du dran. Wirklich?
Marshall macht's. Mein eigener Flugrucksack. Danke, Ryder. Wie funktioniert er? So vielleicht? Fliegen? Marshall! Cool. Tempo runter. Marshall, benutz deine Wasserdüsen. Wasserdüsen. Siehst du, Marshall? Die helfen dir, Feuer zu löschen und dass du in der Luft bleibst. Echt klasse. Die möchte ich die ganze Zeit tragen. Das ist ja super, Ryder. Jetzt habe ich Unterstützung bei besonders schwierigen Luftrettungen. Aber es gibt noch einen neuen Flugrucksack Sky und der ist für dich. Aber ich habe doch schon Flügel. Solche wie diese hast du nicht. Turbodüsenflügel. Danke, 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 Ryder. Das ist absolut super. Ruff, Düsen. Ich wünsche dir viel Spaß. Also dann, auf geht's. Fangt mich doch, Freunde. Paw Patrol, wir treffen uns am Strand. Ryder braucht uns. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Tut mir leid, euren Flugspaß abzukürzen, Freunde. Aber ich habe noch weitere Überraschungen für euch. Geh in den Landeanflug, Robohund. Darf ich vorstellen, der Air Patroller. Ich hab dir doch gesagt, sie vermisst dich. Oh, das seid ihr ja endlich. Ihr werdet nicht glauben, was hier los gewesen ist. Oh, doch. Wahrscheinlich schon. Wahnsinn. Triceratops. Schon gut, Bürgermeisterin Goodway. Diese Dinos tun ihnen nichts. Oh, wenn das so ist, Ryder, tu etwas. Die Dinosaurier fressen unsere ganze Stadt auf. Diese prähistorischen Tiere gehören in den Dschungel. Aber wie willst du sie da hinbekommen? Haben sie noch Würstchen übrig? Ich habe noch ein paar im Kühlschrank. Toll. Rocky, kannst du mir so eine Art Würstchenschleuder bauen? Ich bin schon dabei. Okay, Fellfreunde, bringen wir ein paar Dinosaurier zurück in den Dschungel. Er folgt mir überall hin. Leg das Gurtzeug an. Wir locken ihn hoch zum Nest. Oh. Komm schon, Terry. Hier nach. Ich suche nach dem letzten Jungen. Ryder, wann wird diese Dino-Umzugsmaschine denn fertig sein? Fast geschafft, Bürgermeisterin Goodway. Bitte beeilt euch. Chicaletta kann es nicht mehr lange ertragen. Friss die nicht. Das sind die Gänseblümchen der Bürgermeisterin. Ich habe diese Leckerlis eigentlich für einen Notfall aufgespart. Aber was soll's. Schaufel. Los, mir nach. Niemand nascht vom Urgroßvater. Chicaletta? Was sollen wir nur tun? Was sollen wir nur tun? Was sollen wir nur tun? Rettungsring! Da ist Nummer 3. Wow, der Dino ist echt schnell.
helfen? Klar, die Dinos sind wie mein Schaufellader. Nur größer und mit Füßen. Geschafft! Haben wir gern gemacht, Herodactylus Mama. Wer immer uns braucht, macht einfach einen Kreischlaut. Alles klar, Rocky. Bereit, die Parade anzuführen? Den ganzen Weg bis zum Dschungel. Würstchenschleuder. Die Jungen werden in 0, nichts größer und hungriger werden. Marshall, Sky, fertig? Yep. Aber bist du sicher, dass die Pterodactylus mir folgen werden? Klar, du gehörst doch fast zur Familie. Außerdem lieben sie stinkenden Fisch. Igitt, hätte ich bloß nicht gefragt. Ich heb gleich ab! Pass auf! Ein neuer Felssturm! Ups. Alles in Ordnung, Rubble? Mir geht's gut. Aber der Tunnel ist jetzt blockiert. Wir müssen auf der anderen Seite raus. Schnell! Zu spät. Die andere Seite ist jetzt auch blockiert. Jetzt sitzen wir ganz schön in der Klemme. Oh, es tut mir leid. Ich dachte, ich könnte es alleine schaffen. Ich habe niemanden gerettet. Ich habe nur alles schlimmer gemacht. Halb so schlimm, Rubble. Du wolltest doch nur helfen. Ah, was machen wir nun? Wir rufen Ryder und die Paw Patrol. Was? Ryder! Ryder! Ja! Juhu! Hallo, Rubble. Hallo, Ryder. Ich brauche die Paw Patrol und zwar rucki zucki. Wieso sitzt du im Dunkeln? Es gab einen Felssturz. Ich sitze mit dem Lokführer im Tunnel fest. Können du und die Paw Patrol uns rausholen? Keine Sorge, Rubble. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Wir sind schon unterwegs. Und Zuma, du wirst zur Abwechslung mal Rubbles Schaufelbagger steuern. Was, ich? Die Felsbrocken müssen beiseite geräumt werden, nachdem wir die beiden rausgeholt haben. Zuma, mach das rucki-zucki. Großartig. Paw Patrol, der Einsatz läuft. Paw Patrol! Mein Schaufelbagger? Nichts passiert, Rubble. Zuma, pass auf meinen Bagger auf. Chase, wir brauchen für Rubble einen Ausgang. Ich bin schon dabei. Jetzt aufrollen. Gut gemacht, Chase. Rubble, kannst du dich durchquetschen? Danke, Ryder. Und wo ist mein Schaufelbagger? Gleich davor. Oh.
reicht, Zuma. Hallo, Rubber. Willst du jetzt übernehmen? Ruff, ruff. Rubble, mach das rucki-zucki. Leg los, Rubble. Du weißt ja, was zu tun ist. Rubble, du hast es geschafft. Du bist ein Held und rettest die Welt. Du meinst, ich habe dabei geholfen. Gerettet wurde auf die Paw Patrol Art. Leiter ausfahren. Meine Leiter ist zu kurz. Captain, können Sie die Leiter erreichen? Wie dicht bin ich dran, Marshall? Fast geschafft. Ich glaube, ich stehe drauf. Entschuldige, Marshall. Alles in Ordnung, Marshall? Nichts passiert. Aber Captain Turbot und François sind immer noch da oben. Hilfe! Wir brauchen wohl Verstärkung. Sky, wir brauchen dein Gurtzeug. Diese Pfoten haben Flügel! Sag mir einfach, wenn ich wieder unten bin. Sie sind wieder unten. Oh, so schlimm war es gar nicht. Jetzt bist du dran, Horatio. Ich bleibe hier, bis der Knochen in Sicherheit ist. Sind Sie sicher, Captain? Es könnte gefährlich werden. Ich pass schon auf. Wenn alles gut geht, hat Adventure Bay bald ein vollständiges T-Rex-Skelett. Juhu, ja. Entschuldigung. Fellfreunde, lasst uns den Knochen und Captain Turbot sicher nach unten bringen. Sky, ich brauch das Gurtzeug. Kommt sofort, Ryder. Rubble, halte dich bereit, um den Knochen runterzulassen. Ich helfe Captain Turbot beim Ausgraben. Rucki-zucki, Ryder. Auch wenn ich lieber drauf herumkauen würde. Los geht's, Sky. Oh, Ryder! Etwas näher ran, Sky! Sei vorsichtig, Ryder! Also los, Captain! Graben wir den Knochen aus! Der Knochen ist locker! Also gut, Rubble! Bring den Kran in Position! Verstanden, Ryder! Hier kommt der Kran! Noch ein bisschen, noch ein bisschen... Gut, du hast ihn! Wuhu! Rubble... Los! Festhalten, Ryder! Oh, ich hab ihn! Jetzt schön vorsichtig sein. Puh! Leider hat sich nicht nur der Knochen gelockert. Ryder? Hilfe! Sky, ich hänge sicher am Kran. Als nächstes braucht Captain Turbot dein Gurtzeug. Legen Sie es an, Captain. Ja! Ihr habt es geschafft! Toll gemacht, Sky. Danke, Ryder. Oh, er ist wunderschön. Juhu! Oh, Horatio! François! Ich habe den perfekten Dinosaurierknochen gefunden. Damit werde ich garantiert der Naturforscher des Jahres. François? Ich meine, wir werden die Naturforscher des Jahres. Und die Fellfreunde. Passt perfekt. Und hiermit erkläre ich dieses Skelett für komplett. Ja! Ja!